Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Heute habe ich ein bisschen was Teures gekauft, beziehungsweise ich habe schon zwei teure Sachen gekauft. Dementsprechend haben wir auch die Millionen schon mit diesen zwei Sachen voll und es wird hier eine schnelle Nummer werden. Ich zeige euch mal, was ich mir geholt habe. Und zwar zum einen bin ich jetzt hier mal auf Pozzo dell'Eternità. Das ist einer von zwei italienischen Servern. Da habe ich schon seit einer recht langen Weile quasi einen Char, um das Phasing auszunutzen. Und hier habe ich mir den Wappenrock der Natur gekauft für, naja, über 1 Million Gold. Also 1.081.000 eigentlich war so meine Grenze für die Wappenröcke 1 Million. Aber komm, ich dachte mir, komm, einmal bietet man noch drauf. Und tatsächlich habe ich das Ding dann auch gewonnen. Können wir das gleich mal rausholen? Ich habe gesehen, auf dem Char habe ich auch schon einen anderen TCG-Wappenrock. Wappenrock des Arkanen. Den hatte ich aber schon mal in einem vorherigen Video behandelt. Und wenn wir jetzt reingucken, bei Schwarzmarkt-Auktionshaus fehlen jetzt nur noch zwei Sachen. Letztes Mal hatten noch ein paar mehr gefehlt. Ich habe mir nämlich zwischenzeitlich noch einen anderen Wappenrock gekauft. Und zwar kann ich euch das in der Liste zeigen. Ich habe das auch aufgenommen, wie ich den rausgenommen habe, aber irgendwie ist die Videoaufnahme hops gegangen. Keine Ahnung, wo die hin ist. Aber ich kann euch mal zeigen, welchen ich mir gekauft habe. Und zwar, ich habe mir Wappenrock des Verteidigers gekauft für 439.000. Und jetzt hier den Wappenrock der Natur, was war das? 1.080.000 war das, glaube ich, ne? Oder? Jetzt gucken wir nochmal. 81.000 waren es, genau. Der hier war sogar günstiger, ne? Der TSM zeigt es auch noch an. Den habe ich für 543 gekauft. Aber wie gesagt, den habe ich schon vor einer Weile anscheinend mal besorgt. Gut, ja. Jetzt fehlt dann tatsächlich nur noch einer. Und zwar der Wappenrock der Leere, der schwarze. Und was wir dann noch im Black Market fehlt, ist quasi die Robe des verseuchten Herzens. Das ist das letzte T3-Teil, was ich brauche. Ich habe mir das so vorgenommen, wenn ich den Wappenrock habe, ne, dann crafte ich mir die Robe. Die kann ich mir ja bauen. Solange ich den Wappenrock noch brauche, den letzten muss ich eh jeden Tag noch auf meinen verschiedenen Servern nachschauen. Und eventuell kriege ich die Robe halt auch für einen Bruchteil für die Craftkosten. Ne? Weil die Craftkosten werden so 5, vielleicht sogar 600k sein. Und wenn ich es dann für 100, 200 kriege, dann fahre ich immer noch besser. Bloß, wenn ich nur noch die Robe offen hätte, dann crafte ich es mir einfach, dann spare ich mir die Zeit, jeden Tag nachzugucken. Genau. So viel dazu. Also, jetzt waren es quasi nur zwei Wappenröcke. Die haben es aber in sich gehabt. Zusammengezählt sind es jetzt 1,5 Millionen, die ich für die beiden Wappenröcke ausgegeben habe. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch schon wieder durch mit dem kleinen Opening-Video. Beziehungsweise, nee, nicht Opening, Gold-Waste-Video. Letzte Zeit zu viele Opening-Videos aufgenommen, ich sag's euch. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Und sobald ich die restlichen Sachen habe, melde ich mich wieder mit einem kleinen Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.